So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von diesem wunderschönen Spiel Drag Hollow. Natürlich sind wir in einen Hinterhang geraten, was auch sonst, und zwar wieder mit 3 Milliarden Stechmücken. Ich hasse sie. Egal, bringt uns natürlich selbstverständlich ein paar Kristalle, ist auch super. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein... Serious, ich habe keine Waffen. Das heißt, ich darf wieder zurück. Weil ich natürlich keine Waffe dabei habe. Außer einen Pfeil. Cool. Okay. Dann machen wir weiter. Und gehen auf die andere Insel. Wie gesagt, die andere Insel haben wir alle fertig abgecheckt. Das heißt, wir können jetzt ganz relaxed... Okay. Ganz relaxed hier einen Wegpunkt hinstellen. Das war wieder unbeabsichtigt, dass ich ihn so schnell hingelegt habe. Aber ist egal. Wir haben möglicherweise noch einige. Und dann da drüben hin, das hätten wir... Schlucht der Toten. Ich glaube, das hätten wir vielleicht sogar verbinden können. Weiter hinten. So kriegen wir das garantiert nicht hin. Ich glaube, das ist zu weit. Ja. Hätte mich gewundert, hätte das funktioniert. Oh, hier ist eine Blaupause, nice. Okay, machen wir so. Zack. Zack. Wieder mit ein paar Steinchen. Nepper braucht einen Platz zum Schlaf. Du arme Sau, ey. Na gut, ich gehe jetzt nicht mehr zurück. Ich ziehe es jetzt durch, die letzten paar Inseln werden jetzt durchgezogen. Dann muss Nepper vielleicht mal wieder ein Winterschläfchen halten. Da kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Aber der hätte ja sowieso noch ein, zwei Nächte hätte er sowieso durch. Er hat irgendwie 4 Nächte geschlafen, oder? Das heißt, er sollte eigentlich durchhalten. Ich hasse diese Viecher, ganz ehrlich. Euch hasse ich auch. Ich hasse euch alle! Ihr rennt mir zu viel. Ey, wir haben 4 Pfeile. Wo haben die denn her? Bisschen Schaden der Fluchbären waren das, war? Ja. Irgendwas ist Schafgarbe. Weil es halt so aussieht wie ein Schaf. Für mich. Oh, Alter, wie oft wir kritten, ist so nice. Hätten wir noch viel früher machen sollen, oder? Wir hatten so viele Punkte. Gar nicht in Dings investieren sollen. Sondern eher mehr in Crit. Weiß nicht, diverse andere Dinge. Leider kann man die scheinbar auch nicht mehr resetten, die Punkte. Das habe ich bisher nö. Ah doch, komm mal, konnte man. Probieren wir gleich mal, würde ich sagen. Sobald wir diesen gekillt haben. Werden wir nämlich unsere Crit-Rate erhöhen. So, wenn mich jetzt mal jeder in Ruhe lassen würde, wäre das super. Ja, wir haben nämlich auch die Möglichkeit, hier Fähigkeiten zurückzusetzen. Na. Wollt mich verarschen, oder? Okay, let's go. Ja, schauen wir mal. Können wir einmal machen, mindestens. Dass die wenigstens critten, ist auch in Ordnung. Würde ich sagen, einfach den Rest alles in den Crit ballern, oder? Gibt's ja auch ein Maximum-Level irgendwo? Guck mal, ist schon lila geworden. Ach guck mal, es wird immer lila. Lila, ja. Golden. Maximumstufe. Alles klar, 30% Crit-Chance. Let's go. Statistis. Jeder dritte Hit ein Crit. Na, bin ich mal gespannt. Na klar. Komm her hier. Oh, hässliches Teil, du. Die gehen jetzt uns so nervig. Komm mit ihrer Ätherverzauberung. Aber Crits sind schon lecker, ne? Oh, Hallöchen. Alter, Doppelkill.
Einmal mit meinem Attack, einmal mit seinem. Krasse Sache. Ah, die haben alle so ein. Haben die Entwickler. Oh, da ist eine Höhle da unten. Haben die Entwickler gemerkt, das ist aber eine schöne Sache, wenn wir die alle mit Äther ausstatten. Krass, wenn die gekillt. Huch. Ach da. Ah, okay. Habe ich gerade nicht gesehen. Oh oh. Boah, das ist so ein Witz, Alter, ohne Scheiß. Und die haben auch alle dieses Ding. Da war ein Hündchen. Oh, fast hat's mich gekillt. Das mich auch. Okay, sehr risky hier. Na klar, das natürlich auch. Geätert. Oh, schöne Krise, wa? Gefallen mir. Nehme ich gerne mit, da haben wir die restlichen drei noch. 30% Crit ist, Level 10 ist das Maximum auf jeden Fall von einem Skill. Okay, dann sicher auch schon wieder die nächste Insel. Okay, ich kann mir vorstellen, dass das letzte in der Insel ist, in der Höhle ist. Let's go. Okay, ist einfach gar nichts. Absolutely nothing ist hier drinne. Ah, da ist ein Dragora noch. Die werden wir uns gleich noch mit reinziehen. Dennoch die Frage. Meinetwegen auch dahin. Ich war schon ja von da gekonnt, wa? Huch! Hätte ich gar nicht ausgeben müssen. Auf dem Dach sehe ich noch eine Blaupause. Aber wo ist bitte die letzte Corruption? Na komm mit, Kleiner. Du gehörst zu meinem Team. Und was gibt's? Kristalleffizienz. Chance, dass keine Kristalle verbraucht werden. Wenn wir sie füttern, ja? Dann werden wir den erstmal aufpushen, würde ich sagen. Müssen wir ja. So, wir haben 17 von Mondsplitter 1. Gucken, ob wir davon irgendwie eine Chance haben, einen zurückzukriegen. Vielleicht ist er auch da. ...15% Kristalleffizienz. Wir müssen so oder so, alle füttern, um stärker zu werden, höheres Level in meinem Lager zu erreichen. Deswegen können wir auch bei ihm anfangen. Ein schönerer Skill. Und auf Max-Stufe erstmal. Aber dann auch kein Bett, ne? Huch! Aber auch keine Stufe erhöht. Kristall geben. Ja, genau. Ah, ich kenne jetzt auch ein hohes Alter. Aber ich krieg Joy weniger, alles klar. Vaser gefunden, eingestimmt. 10% Kristalleffizienz. Ah, wir sind kurz vor. Vor dem Level Up. Vaser erreicht beste Jahre. Auf 25 Effizienz. So, wie komme ich jetzt da hoch?
Eigentlich geht es auch ohne, aber ich finde es gerade am einfachsten. Oh, wir müssen auch gucken, wie wir hierher gekommen wären. Ohne. Das Dach wäre eine Option, aber da komme ich nicht rauf. Nee, da komme ich wirklich nicht rauf. Das erste Mal, dass wir das wirklich nutzen mussten. Oder hinten. Ich werde sowieso nicht treffen, ne, weil es einfach zu weit weg ist. Oh, nice. Absolut bester Sniper. Und wieder zweimal. Warum zweimal? Ich verstehe es nicht. I don't know. 39,5. Ey, wollt mich doch verkackeiern, ey. Na gut, dann lass geht's. Die beiden Inseln nur noch. Dann haben wir auch den Herbst geschafft. Schade. Die Schmidthöfe. 35 verdammte Ätherverseuchungen. Könnte irre werden, echt. Na gut. Wenigstens sind sie nah beieinander, weißt du? Schon mal ganz gut. Das war alles zerstören hier. Der lasert mich noch einer weg. So, wo ist unsere Insel gewesen? Da drüben haben wir angefangen, oder? Da drüben. Schauen wir doch mal. Sehen wir hier gleich schon irgendwas? Nö. Ach, hier gibt es doch gar keine Vorräte. Hey. Ganz vergessen. Am Level 4 brauchen wir davon. Uiuiui. Von diesen Edelsteinen. Vier. Mann, Mann, Mann. Na, da bin ich mal gespannt. Jetzt natürlich auch. Oh, nice. Kriegen natürlich auch viele von den Vierern jetzt. Kriegen wir wahrscheinlich im Winterareal ein paar mehr davon. Hm. Hm. Haben wir schon echt 15 kaputt? Oder? Wir haben angefangen 35 und 29. Haben wir ziemlich viele schon kaputt gemacht. Wenn sie nicht so weit zerstreut sind, ist ja auch in Ordnung. Dann können sie gerne alle herkommen. Und wenn man so weit latschen muss und sie aber suchen muss, ist voll nervig. Ja, leider ist mein Essen und mein Joy niedrig. Weil ich natürlich den aufgestuft habe auf ein ziemlich hohes Level. Da und tatsächlich ein großes. Oh, Wasser haben wir sogar Stillstand. Hm, das ist natürlich doof. Stillstand will man nicht haben, man will die ganze Zeit immer kontinuierliche Produktion haben. Müssen wir ja gucken, was wir besser machen können. Aber die zwei Inseln sind schnell abgecheckt. Zack! Beide gleichzeitig angreifen. Easy peasy. So lange muss die Nahrung noch reichen. Und so lange, sonst verziehen sie sich in den Winterschlaf. Wahrscheinlich auch, wenn sie keine Nahrung mehr kriegen, verziehen sie sich in den Winterschlaf. Bis man sich wieder ein bisschen aufgerappelt hat, was seine Versorgung angeht. Aber ich weiß echt gar nicht, wie die das machen wollen. Ja, dann verlierst du doch die ganze die Lager-XP. Du kannst im Prinzip ja gar nichts mehr machen. Einfach lost, ne? Einfach alle im Winterschlaf, alle gleich verloren. Kannst du ja nochmal neu anfangen. Einfach verloren. Hm.
Weil ein Ding her hier. Ein Pfeil. Wie kann sowas ein Pfeil droppen? Na, ich glaube, ich war nicht schnell genug, das Ding zu killen. Hat mir jetzt kein zweites gegeben. Okay, dann rennen in die Kirche. Schauen wir, was uns da erwartet. Eine Tasche auf jeden Fall. Mit einem Tennisschläger in lila. Und sonst einfach gar nichts. Die sind so langweilig, die Kirchen. Aber das Auto schon mitgenommen, ja. So, meine Axt ist bald kaputt. Oh, ich habe einen Tennisschläger, nice. Ich sehe die gar nicht, ja, da oben. So ein Mist aber auch. Aber hier ist ja sowieso kein... Keine Dingensen, ihr wisst schon. Muss ich rück zu da wieder hin, ist okay. Muss ich durchlaufen. Oh, ich nehme das Manifest einfach, let's go. Sumpfige Berge, 39 Äther Verseuchung. Schon wieder ein Level up. Irre. Okay, auf der anderen Seite lauert noch ein bisschen was. Gucken wir erstmal hier weiter. Lass uns unseren bisschen mehr Crit-Schaden machen. Wieder ein paar Prozente mehr, dass wir sie irgendwann einfach wirklich one-hitten. Diese Gegner. Wie komme ich denn da rüber, bitteschön? Gar nicht. Das ist ja eine widerliche. Eine widerliche Umgebung. Wie das anhört, dieses ekelhafte Zeug hier. Blech. Blech, blech. Oh. Piu, piu, piu. Ach, Crit schon mal schön. Das ist wirklich in jedem Spiel immer das gleiche. Immer auf Crit gehen. Denkt man am Anfang erstmal nicht, aber es ist tatsächlich immer das Wichtigste. Immer auf Crit gehen. Das sind die Hundeviecher. Wo ist der Hund? Weg. So, haben wir hier noch eine Blaupause? Sieht mir eher nach so einem Blaupausengebiet aus. Aber scheinbar nicht. Batsch, 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 batsch. Aber Essen sind wir bei 78 Stunden. Das sieht schon okay aus. 32 produzieren wir, 59 verlieren wir. Ach du Kacke. Das ist ja echt eine riesige Diskrepanz. So, dann noch darüber. Ah ja. So, dann müssen wir auf jeden Fall Wasser, aber da komme ich immer nicht ran. Einfach in dem Ding hier. Ach, wirklich, also. Die Felsen sind echt mein
Mein schlimmster Feind in dem Spiel hier. Mit den komischen Dingern zusammen da. Diese komischen Stechmücken. Genau die da. Genau euch habe ich gemeint. Kommt genau wie gerufen. Ups. Wirklich, also die Dinger sind einfach nur kacke dreist. Jedes Mal fliegen die an dir vorbei. Na, ich habe keine Kapazität mehr. Ernsthaft? Und was habe ich denn so extrem viel? Hier. Eigentlich nicht. Aber ich will die alle mitnehmen. Also ich muss die alle mitnehmen. Ja, ich muss da Samen liegen lassen. Wobei Leuchtstein ist jetzt nicht so wichtig. Tatsächlich, die können wir erstmal liegen lassen. Aber sowas ist wichtig. Dann legen wir mal. Warum sind die eigentlich zweimal? So, ich hätte gerne den gravierten Mondstein. Danke sehr. Gut, dass wir nichts mitnehmen, wenn wir drüber laufen. Das ist, was ich letztens meinte. Jo, ich würde halt gerne alles mitnehmen, wenn ich einfach nur drüber laufe und muss nicht aufsammeln. Dann hätte man jetzt aber große Probleme, wenn man dann wieder diese ganzen Samen einsammeln würde. So. Eine Ätherstufe nur noch. Das war's. Können wir das Wertvolle hier noch mitnehmen? Holz können wir natürlich auch liegen lassen. Da ist noch was. Ansonsten nehmen wir die restlichen Samen auch noch mit. Ist ja kein Ding. Sehr schön. Einen Samen muss ich ablegen, sonst kann ich mein Ding nicht craften. Dann mal die Festfunken. Habe ich alles abgesucht, ja, wirklich. Ein paar Samen sind ja noch, ist okay. Auf geht's zurück und auf geht's das Ritual beginnen. Nachdem wir erstmal alles hier wieder befüllt haben und so, ne? So, dann baue ich euch mal ein paar provisorische Betten. Ein paar Nächte. Okay, Joy, wir brauchen jetzt eine neue Schaukel. Bates hat noch ein schönes Geschenk für mich. Her damit. Ein Leuchtsteinansammlung, vielen Dank. Okay. Immer noch 70 Items dabei. Ja gut, achso, hier die Samen, Trinkpäckchen. Okay, 44 ist in Ordnung. Nehme ich mit. Er ist tatsächlich wieder in den Winterschlaf gefallen, ja. Oh no. Das ist immer die Insel Schlafens hier. Ist aber ein Nepo, der kein Dings bekommt. Okay, wir müssen noch eins erhöhen. Machen wir auch mal. Einen müssen wir nur noch erhöhen. Fluorid. Mondstein. Ah, kann man den hier meinetwegen. Ah, Bernstein. Smam it!
So, Lagerstufe erhöht. Finally. Wir können uns ein ordentliches Doppelstockbett bauen. Aber wie gesagt, man kann eigentlich... Man hat einen Workaround. Das ist schon okay. Das heißt, das Bett werden wir erstmal nicht bauen, denke ich. Wir schauen uns mal, was wir jetzt bauen können. Oder was wir jetzt freischalten können. Stufe 9. Massagebett braucht Energie. Bietet Schlaf und Unterhaltung. Das ist natürlich geil. Wir werden das mal machen. Schalten wir das frei. Eine Balliste brauchen wir nicht. Reinigender Wassertank. Speichert Wasser. 6 Budget. Wo war mein anderer? Hier. 4 Budget. Und da bringen wir 6 Budget. 6 Budget, aber okay. Könnte aber da sein, dass es besser wird. Den Holzofen müssen wir noch bauen. Okay. Mehmet erreicht Volljährigkeit. Und wir haben Nahrung weniger. Echt, obwohl wir komplett voll sind, ja. Also obwohl alles läuft. Oh oh. Okay, was wir bauen müssen ist... Ah, okay, 2 Betten sind weg. Was wir bauen werden, ist auf jeden Fall einmal das Massagebett. Benötigt 4 Strom. Oh, ich hoffe, der Sonnenkollektor kann noch ein bisschen was bauen. Ein bisschen was entbehren. Schauen wir mal, ob das Jute noch was kann. Ja, locker. Das Ding ist einfach ultra fett. Damit haben wir zumindest einmal eine Schlafgelegenheit und einmal Vergnügen. Ich werde einen Bunker gleich abbauen, denke ich. So, dann basteln wir ran, das Ding. Nee. 4 Strom, ne? Immerhin. Gehen wir hin. Das Ding ist immer noch nicht voll ausgelastet, oder? Das ist total krass. 15 Max-Produktion, das ist so wertvoll. Haben wir noch irgendwo einen Stromproduzenten? Nee, eigentlich nicht, oder? Brauchen Nahrung. Boah, meine Güte. Ja, basteln wir den Kessel wieder ab hier. Ach ja, doch, hier die Windkraftanlage haben wir noch. Lohnt sich tatsächlich gar nicht, oder? Es ist sinnvoller, glaube ich, erstmal das Ding hier dran zu lassen. Vielleicht kann ich ja den dann noch mit versorgen. Dann lasse ich Tesla sprudelt einen Bunker zur Verteidigung. Ein Bunker kommt abgebaut, genauso wie die Windmühle. Und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Die blockiert mich, seht ihr das? So, wir können mal alles reparieren. Dich baue ich mal ab. Reichst du doch nicht mehr? Doch, eigentlich schon. Doch, geht. Gut. Ja, sieht dann komisch aus, aber gut, ist halt so. Guck mal den Bunker hierher. Können wir mal zerlegen. Wir brauchen wieder etwas mehr Nahrung. Joy. Also, schwierig. Also, wir haben auf jeden Fall sehr viel Platz jetzt. 145, ne? Das heißt, wir werden mal... Gewächshaus eigentlich nicht, oder? Wir werden das Hummer-Ding wieder bauen. Wir haben ja noch mehr Platz da dran. Der eine Sonnenkollektor versorgt einfach alles. Das ist total heftig. Gewächshaus 20, aber Hummerkäfig so. Die Frage ist, kann die Wasserpumpe das noch leisten? Na, ja, die kann auch noch.
Kann sogar noch zwei theoretisch da hinsetzen. Ja, die werden wir später austauschen können, theoretisch, ne? Ist einfach nur ein besser. Erzeugt 15. Achso, Wasser habe ich auch weniger tatsächlich. Nahrung habe ich ja völlig in Ordnung. Wasser fehlt mir. Ich trottel. Ich habe keinen Bock, das alles abzuschließen und wieder anzuschließen. Ah, okay. Nutzwasser und ich brauche Trinkwasser. Zeug gereinigt das Wasser 24 und die 12. Ich sag, machen wir zwei davon, oder? Schießt man nämlich zwei davon an? Die bauen wir dann ab? Ja, okay, wir werden. Machen wir trotzdem. Nahrung ist trotzdem nicht verkehrt. Das können wir machen. Da haben wir wieder ein bisschen mehr. Puffer. Ich überlege gerade. Der ist da hinten angeschlossen. Diese eine Pumpe dort, ne? Die ist eigentlich nicht so sinnvoll. Strom nicht? Ups. Doch ein bisschen viel für dich, ne? Maxproduktion 15. Wir sind bei 9. Verstehe ich nicht, warum das nicht funktioniert. Du, wie siehst du aus? Ach, wir haben schon einen Reinwasser-Alchemisator. Aha, aha, aha. Interessant. Das heißt, das schließen wir mal wieder ab, würde ich sagen, das eine. Okay, hat er beides abgeschlossen. So, so. Und der Sonnenkollektor reicht nicht, ne? Das ist natürlich ärgerlich. Müssen wir noch einen zweiten bauen. Aber er versorgt doch schon echt viel, muss man sagen, ne? Ein einziger versorgt so viel, schon krass. Oder wir bauen erstmal die kleine Batterie dahin. Ich dachte, das müsste auch erstmal reichen. Wundert mich trotzdem, warum der es nicht macht. Ups, nicht zerlegen! Aber jetzt zu schnell gerückt. Nochmal bauen. Okay. Vielleicht noch eine kleine Batterie daneben. Oder? Machen so einen Kollektor. Bauen wir den Sonnenkollektor. Puh, keine Ahnung. Bauen wir ihn hier hinten hin. Wer weiß, was wir sonst noch kriegen später. So. Ja, dann. 30 Sekunden sollte ich jetzt nicht unbedingt den Tesla-Ding abbauen. Der ist damit versorgt, der ist damit versorgt. Der müsste jetzt noch den bitte versorgen. Mit Water. Wo ich beide anschließen kann. Oder ob auch das wieder nicht geht. So, wir produzieren auf jeden Fall wieder mehr Wasser. Ja, funktioniert sehr gut. Aber das verstehe ich nicht, warum. Der Sandkollektor macht gar nichts mehr, oder wie? Na, gucken wir gleich mal nach dem Überfall. Aber das machen wir aus der nächsten Folge, meine Freunde. Wir sehen uns gleich wieder. Lass den Überfall kurz durchlaufen. Und bis dahin. Ciao, ciao.